Hallo und herzlich willkommen bei Lemon Cookie TV, Football Manager 2020. Ja, nachdem ich im letzten Jahr den Football Manager 2019 nicht wirklich gespielt habe, ich habe es mal angefangen, habt ihr gesehen hier auf dem Channel, aber ich habe keine einzige Saison beendet, das war mir doch etwas zu zäh, alles zu langatmig, aber ich habe mich auch ehrlich gesagt nie wirklich reingefuchst, auch nie die Zeit gehabt. Und möchte das Spiel jetzt natürlich nicht vorverurteilen. Das hat natürlich einen sehr guten Ruf. Ich bin großer Fußballmanager-Fan. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal, ohne mich überhaupt vorher zu informieren, den Football Manager 2020 einfach mal gekauft und werde dem Spiel jetzt in diesem Jahr eine größere Chance geben und versuchen, ja, wie gerade schon gesagt, mich mal jetzt reinzufuchsen. Wie ihr seht, habe ich mich hier schon nachgebaut. Das habe ich euch jetzt mal erspart, die Spielerkreation. Was ist neu im FM20? Das weiß ich nämlich gar nicht. Gucken wir doch einfach mal kurz drauf. Es gibt jetzt ein Leistungszentrum, übernehmen Sie volle Kontrolle über Ihren Pro-Jugendbereich, bla 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 bla. Einsatzzeitenfahrt, ein ganz neuer Weg, den Stellenwert eines Spielers in Ihrem Kader zu definieren. Bestimmen Sie aktuelle und künftige Einsatzzeiten über die gesamte Vertragsdauer. Vereinsziele, entwickeln Sie eine Vereinskultur, arbeiten Sie mit dem Vorstand zusammen und so weiter. Verbesserte Grafik, Mitarbeiter, bla 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 bla. Es gibt jetzt Mitarbeiter, nein. Man kann Rollen, Ratschläge, Interaktionen verteilen. Wie dem auch sei. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich spiele natürlich, wer mich kennt, weiß, dass ich SC Paderborn-Fan bin, auch aufgrund dessen, dass ich dort herkomme. Was ist jetzt hier ein Schnellstart? Was ist Datenbankoption? Ja, SC Paderborn in aller Munde. Aktuell zum zweiten Mal in der Fußball-Bundesliga, nachdem der Verein ja eigentlich vor 2 Jahren schon mausetot war. Ich versuche es jetzt besser als Steffen Baumgart aktuell, wobei auch da natürlich die Saison noch lange nicht vorbei ist. Aber ich versuche schon mal besser in die Saison reinzukommen. Und werde versuchen, die Klasse zu halten. Erweiterte Datenbankoptionen. Was muss ich denn jetzt hier auswählen? Laden der Datenbank. Ich hätte jetzt auch die Option gehabt, mir irgendwelche User-Files oder irgend sowas für noch detailliertere Datensätze runterladen zu können. Oder mir irgendwelche Bilder oder Logos runterzuladen. Das habe ich jetzt alles nicht gemacht. Ich habe jetzt das Spiel so gestartet, wie ich es bekommen habe. Ich will jetzt natürlich auch die Ladezeiten reduzieren. Bundesliga, mal jetzt mal dritte Liga und höher aktive Ligen. Frankreich, Österreich, Spanien, ist das denn für eine komische Länderauswahl? Ich möchte nicht Frankreich. Ich möchte auch nicht Österreich und auch nicht Spanien ist okay. Gibt es viel Beinfreiheit. Hab jetzt aber auch keinen Bock. Ich will sowieso nicht im Ausland spielen. Aktive Ligen erhalten, mehr enthalten mehr Spieler, werden mit einer höheren Detailtreue simuliert. Ändere ich da jetzt was dran? Spielgeschwindigkeit ist geschätzt bei 4,5 Sternen, das ist gut. Ach komm, da kann ich doch noch mal ein bisschen was hinzufügen. Machen wir mal Italien noch rein. Und England. Haben wir immer noch 4 Sterne, das ist doch okay. Weitere Option. Fiktive Spieler und Mitarbeiter nutzen, keine echten Spielpläne nutzen, keine zusätzlichen Mitarbeiter generieren. Warum nicht? Aber ich lasse das einfach mal so. So, Spiel starten. Sie haben 15 Ligen aus 6 Nationen und den Datenumfang klein gewählt. Das Spiel wird im Deutschland Juni 2019 beginnen. Ja, das ist für mich immer ein großes Problem, dass das hier immer so lange dauert, die Saisonvorbereitung. Es ist wie im echten Leben auch die langweiligste Zeit einer Fußballsaison. Aber da wird natürlich die Saat gelegt, ausgestreut, die man dann am Ende der Saison möglichst ernten möchte. Deswegen sollte diese Saisonvorbereitung natürlich auch mit großer Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein angegangen werden. Deswegen werde ich jetzt versuchen, den SC Paderborn so gut wie möglich auf die erste Liga vorzubereiten. Während ich das jetzt hier aufnehme, war heute das Spiel RB Leipzig gegen SC Paderborn, beziehungsweise andersrum, Paderborn zu Hause. Ich hatte Karten fürs Stadion, bin aber dank der Deutschen Bahn nicht hingekommen. Hab dann
die Anfangsphase verpasst und den Rest dann halt im Fernsehen geguckt. Das war ja ein sehr unterhaltsames Spiel. Paderborn 2:3 haben sie sich nochmal rangekämpft, dann doch letztendlich verloren. Vorige Woche war ich im Signal Iduna Park. Da gab es ja dieses legendäre 3:3 gegen Borussia Dortmund. Also actionreiche, torreiche Spiele wie immer beim SC Paderborn. Und die Mannschaft ist noch nicht abgestiegen in meinen Augen, also jetzt in der Realität. Weil die Konkurrenz unten drin auch nicht viel besser ist, solange man immer noch in Schlagdistanz bleibt, kann man da auch mit einer kleinen Serie, die vielleicht im Laufe der Saison noch kommen wird, vielleicht mal noch was reißen. Und ich unterstütze die Philosophie von Steffen Baumgart und seinen Kollegen zu 100%. Sie machen es auf jeden Fall besser als bei der ersten Erstligasaison des SC Paderborn. Da hat man den Verein nachhaltig zerstört und der war ja auch mausetot, der Verein, als sie in der vierten Liga waren, sind dann ja nur aufgrund von 1860 München wieder zurück in den Profifußball gekommen. Dann hätte man den Verein nie wieder gesehen. Jetzt setzt man halt auf Jugend, auf Talente, geht damit natürlich gerade in der ersten Liga relativ baden und zahlt viel Lehrgeld, aber diese Spieler werden nachhaltig dem Verein mehr bringen. Und wenn man absteigen sollte, werden diese Spieler auch in der zweiten Liga nächstes Jahr richtig durchstarten. Die nehmen hier sehr viel mit in der ersten Liga. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt können wir mal mit dem Spiel anfangen. Ihr seht jetzt sogar meine realen Daten hier. Geburtsort Giesecke, Lieblingsverein SC Paderborn, 10.06.1987. Das ist alles tatsächlich der Realität entsprechend. Profil nutzen, eigenen Trainertyp wählen, Erfahrung als Spieler. Da habe ich nichts. Habe nämlich nie Fußball gespielt. Einmal als kleines Kind, da habe ich nach einmal Training gesagt zu meinem Vater, ich kann es jetzt, ich muss nicht mehr hingehen. So, Fußballlehrerlizenz habe ich. Empfehlung für den SC Paderborn. Das machen wir jetzt hier mal. Wo mache ich das jetzt mal echt? Ich habe ja auch keine Fußballlehrerlizenz. Machen wir hier einfach mal Hobbyfußballer. So. Keine Lizenz. Das macht es natürlich. Nein, das ist dann auch unrealistisch. Das ist natürlich. Wir nehmen jetzt mal an, ich hätte eine Fußballlehrer-Lizenz. So. Und hier ändere ich jetzt einfach mal nichts dran. Habe ich jetzt. Mal hier. Disziplin ziemlich weit runter. Führungsqualitäten auch runter. Motivationsfähigkeit dafür hoch. Kenntnis junger Spieler ein bisschen hoch. Spielerkenntnis. Anpassungsfähiger Zielstrebigkeit, ja. Das, die linken Werte lasse ich mal so. So, Spiel starten. Ich höre jetzt hier überhaupt keine Musik oder so. Ansonsten hätte ich hier Sorge, dass der Sound vielleicht nicht okay ist. Ich konnte jetzt nämlich keinen Soundcheck machen. Spätestens wenn die Spiele starten, hoffe ich, dass das Mikro nicht zu laut oder zu leise ist. Aber das ist jetzt kein Spiel, wo der Sound eine große Rolle spielt. Also SC Paderborn stellt Lemon Cookie an. Der SC Paderborn hat heute die Anstellung von Michael Lemon Cookie als Cheftrainer bekannt gegeben, der sich zuletzt eine Auszeit vom Vereinsfußball genommen hat. Ja. Ich habe einen Einjahresvertrag, kriege 3.500 pro Woche. Ich ersetze Steffen Baumgart. Lemon Cookie gilt nicht gerade als Retter, was angesichts des Vereins jetzt die Klasse halten eine interessante Dynamik erzeugt. Ja, ich garantiere aber den Klassenerhalt. Ich möchte sie offiziell beim SC Paderborn willkommen heißen. Der SC Paderborn ist ein deutscher Profiverein, der 2007 gegründet wurde. Das stimmt alles. Medientipp 18. So, Elmar Volkmann, der Trainer stellt mir dann einen kurzen Überblick. Ja, ich kenne den Kader bestens. Ja, jetzt merkt man natürlich, dass das Spiel immer noch sehr komplex ist, dass ich mich da echt erstmal reinfuchsen muss. So, zweite Runde erreichen ist mein Ziel. Mutiger Kampf gegen den Abstieg. Ah, die haben noch nicht mal das Ziel Klassenerhalt. Das klingt ja alles vernünftig. Pressekonferenz und Medien zu treffen. Ja, mache ich. Testspiel morgen, den Kader kennenzulernen. Brauche ich nicht, kenne den Kader. Bericht mit Ratschlägen vom Mitarbeiterstab schicken lassen. Jo, machen wir. Spiel speichern, machen wir auch. Mein Laptop ist nicht so super leistungsfähig. Gespannt, wie die 3D-Spiele dann laufen werden. Ich werde das aber auch ziemlich reduzieren. Ich werde nicht wieder so stundenlange Videos mehr angucken von irgendwelchen Testspielen. Ich werde das ziemlich kurz und knapp halten, damit wir hier ein bisschen schneller durchkommen.
Sonst dauert das hier 100 Jahre, bis es mal zur Sache geht und spannend wird. So, Einführung Taktik. Eine Einführung teilnehmen, das mache ich jetzt einfach mal. Das, wenn ich es jetzt einmal gelernt habe, dann... Ist das vielleicht ganz gut? Na, da habe ich es mal gelernt. So. Ich mache hier, Paderborn ist eine sehr gute Kontermannschaft, da machen wir dynamisches Kontern. Ich will auch direkt eine Formation. Drei defensive Mittelfeldspieler ist ja Quatsch. Auf jeden Fall viele Flügelspieler. Grundausrichtung nicht vorsichtig. Paderborn spielt sehr, also ich werde schon in den Baumgart-Style so ein bisschen beibehalten. Offensiv, keine Angst, keine Furcht. Auch beim 3-0-Rückstand offensiv spielen. Grundausrichtung. Ballbesitz im Schaltspiel, Gegner im Ballbesitz. So, Grundausrichtung. Die Rollen der Spieler. Flexibilität. Nee, Tutorials mache ich jetzt erstmal nicht mehr. Das ist, ich wollte da eigentlich noch was umstellen an der Taktik, aber ich lasse es jetzt einfach mal. So, hier brauchen wir nichts verhandeln. Saisonvorbereitung. Fitnessbericht, Regeln zur Kaderauswahl. Letzte deutsche Transfers. Hernandez von Atletico Madrid für 80 Millionen zu Bayern München. Luka Jovic 60 Millionen zu Real Madrid. Einführungsbericht über den Kader. Antwort nötig. Wo brauchen die denn da eine Antwort? Aktuelle Vorgaben akzeptieren. So. Machen wir mal weiter. Na, hier ist Social Media. SC Paderborn bereitet sich auf eine neue Ära unter Michael Lemkoki vor. 95 Daumen hoch. Man kann die Aufregung förmlich spüren. Social Feed. Ja. Luca Kilian, der Innenverteidiger von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund kam, hat sich für sich 4 bis 6 Wochen verletzt. Er hat sich ja in echt auch in die Stammformation gespielt. Das ist jetzt natürlich scheiße. Der verpasst quasi die gesamte Saisonvorbereitung, wenn es schlecht geht, schlecht läuft. Ich spreche jetzt mal mit ihm über die Verletzung. Ich möchte Ihnen zusichern, dass sich Ihre Einsatzzeit nicht ändern werden, wenn Sie von der Verletzung zurückkehren. Ja. Kann es nicht erwarten, wieder komplett fit zu werden. Ja. Ciao. Scoutbericht der MSV Duisburg. Was hat der MSV Duisburg mit mir zu tun? Achso, Testspiel. Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Spieler verpflichten möchte ich eigentlich nicht. Sind jetzt hier schon alle Paderborner in dem Kader? Ist ja Sabiri auch schon da? Strafenkatalog. Ach, kein Bock, mich mit so einer Scheiße zu beschäftigen. Daniel Scherling, mein Co-Trainer. Der darf vieles kriegt vieles delegiert. Jetzt habe ich es bestätigt. Ne, Strodik hat das vorgelegt, der Mannschaftskapitän. Ja, ich will mich jetzt echt nicht mit jedem Detail befassen. Kommen wir hier gar nicht voran. Sergio Guciardo war bei der U21 der Türkei. Teambericht, Verletzungsbericht. Ratschläge zur Spielerentwicklung. Einführung Mannschaftsgefüge. Ich stelle mich dem Kader mal vor. Ruhig. Ich wollte die Gelegenheit beim Schopf verpacken, ohne mich als neuer SC Paderborn-Trainer vorzustellen. Ja, das war ganz nett. Ich bin zuversichtlich, dass diese Mannschaft den Abstieg verhindern kann, auch wenn es über die Teilnahme an der Relegation ist. Einige Leute denken vielleicht, dass wir todsicher absteigen, wir werden das Gegenteil beweisen. Jo, Fakt. Oh, das ist ihnen zu optimistisch. Ich bin zuversichtlich, dass wir das, was ich mir vorstelle, erreichen können. Ich werde mich mit nichts weniger als eurer Bestleistung zufrieden geben. Stimmt mir niemand zu. Ich respektiere es, dass ihr alle eine eigene Meinung zu dem habt, was ich gesagt habe. Ja. Diplomatische Antwort.
den Strafenkatalog fertiggestellt. Strudig hat das gemacht. So, damit ist er auch sehr zufrieden. Bin mir sicher, dass es allen zugutekommt, auch wenn manche aktuell noch skeptisch sind. Ja, das hat mir jetzt hier nicht viel gebracht, beziehungsweise mir eher geschadet, aber die Spieler sollen das machen, was ich sage. So. Ich will jetzt die einzelnen Videos auch nicht 100 Millionen Jahre lang machen, aber ich habe jetzt hier noch nicht viel geschafft. Ich möchte jetzt hier nochmal ein paar Tage überspringen, das Testspiel möglichst noch machen. Lemon Cookie trifft mit Medien aufeinander. In der Bentley Arena wurde eine Pressekonferenz anberufen. An dieser werde ich jetzt auch teilnehmen. Hallo Michael, was sind Ihre ersten Gedanken nach dem Amtseintritt beim SC Paderborn? Ich bin total begeistert. Ich freue mich darauf, loszulegen. Es gibt viel zu tun, damit stolz auf diese Gelegenheit bekommen zu haben. Ja. Sie stehen heute als neuer SC Paderborn-Trainer hier vor der Presse. Da Sie ein großer Fan des Vereins sind, muss doch wahrlich ein Traum für Sie wahr werden, oder? Die Freude kann ich nicht verbergen. Es ist ein großartiges Gefühl. Viele Leute denken, dass SC Paderborns Gehaltsbudget einfach zu klein ist, um die Qualität an Spielern zu holen, die das Team verstärken würden. Werden Sie mit Ihrem Präsidenten Elmar Volkmann sprechen und um zusätzliche Mittel bitten? Ich möchte nicht über die Finanzsituation sprechen. Die Nachricht, dass Sie als unerfahrener Trainer den SC Paderborn übernehmen, hat viele überrascht. Kann ein unbekannter Trainer wie Sie wirklich einfach in dieser Größe trainieren? Ich glaube nicht, dass Ansehen dabei eine Rolle spielt. Es scheint uns so, als fühlen Sie sich im Trainingsanzug wohler, als mit Anzug und Krawatte an der Seitenlinie zu stehen. Stimmen Sie ja zu? Nee, das stimmt gar nicht. Ich würde einen Anzug tragen. Ich trage doch jetzt hier auch einen Anzug. Ich habe doch keinen Trainingsanzug an. Wie kommen die jetzt da drauf? Das stimmt doch gar nicht. Meine Kleiderordnung spielt keine Rolle. Sie stammen hier aus der Umgebung. Ja, sogar das merkt das Spiel. Das finde ich mal sehr schön. Hilft das, die Fans auf ihre Seite zu bringen? Ich denke, das kann nur nützlich sein. Damit habe ich eine direktere Beziehung zu den Fans, was eine gute Grundlage ist. Jo, das ist ja auch nicht zu leugnen. Haben Sie irgendwelche Entscheidungen getroffen, was Ihren Mitarbeiterstab angeht? Ich erwarte, wenn überhaupt, nur geringfügige Veränderungen. Die Mitarbeiter kennen diesen Club gut und ich werde ihr Wissen brauchen, um mich hier einzuarbeiten. Das stimmt ja auch. Der SC Paderborn hat ehrgeizige Ziele und als jüngster Schritt wurden Sie unter Vertrag genommen, um diese zu erreichen. Sind Sie der Richtige, um diese kurzfristig wahrzumachen? Ich fühle mich geehrt, gefragt worden zu sein. Blablabla. Hoffentlich können wir einige fantastische Momente erleben. Ja. Fortfahren. Ich denke, das Testspiel werde ich jetzt in diesem Part nicht mehr machen. Haben wir zwar noch nicht viel geschafft. Diese E-Mails beantworte ich jetzt mal noch. Und dann, ich will jetzt nicht wieder 50-minütige Parts hier raushauen. Massivasse war für Kanada im Länderspiel im Einsatz. War ein ausgezeichneter Verfassung. Ein Spieler, der jetzt in der ersten Liga überhaupt keine Rolle spielt. Bin gar nicht sicher, ob der überhaupt ein einziges Mal im Kader war bislang. Ich glaube, der konnte noch nicht wirklich abgegeben werden. Der war in der Drittligasaison damals. Hat eine gute Rolle gespielt. Oder in der Zweitliga. Die sind so oft jetzt auf und abgestiegen. Ich bringe schon die Haare durcheinander. So. Ich habe keinen Bock, mich jetzt hier mit irgendwelchen Kleinigkeiten zu befassen. Kanada-Star Massivasse zeigt sich begeistert nach ihm, dem ihm zwei Länderspieltore gegen die britischen Jungferninseln gelungen waren. Jo, britischen Jungferninseln. Also so in 2 Tagen Testspiel gegen die Duisburger. Da wird der Zebra-Twist getanzt. Duisburg-Paderborn, da war ich ja in der. Bringe das jetzt auch alles durcheinander, weil das letzte Saison, auf jeden Fall beim DFB-Pokalspiel Duisburg gegen Paderborn, war ich da. Das Paderborn, die sind ja 2-mal in Folge bis ins Viertelfinale durchmarschiert. Jetzt in dieser Saison sind sie leider in der 2. Runde in Leverkusen ausgeschieden. Ja, Ratschläge zum Testspiel. Ein Jugendspieler, Stürmer Gianni Asinari hat sich verletzt, Sportlerleiste, Ausfall für 4 bis 6 Wochen. Auswertung der Trainingswoche, höchster Wert, Christian Strodek, der Mannschaftskapitän, Leon Brüggemeier, der 3. oder 4. Keeper, mit einer schlechten Note. Jo. Das
Testspiel werden wir dann jetzt im nächsten Part erleben. Ich sage tschüss, bis dann.